wurden zu einem Fahrzeugbrand des Linienbusses der SSB, Linie 74 von Nürtingen nach Dornhausen gerufen. Beim Eintreffen durch technischer Defekt war schon der Motorraum in Brand. Haben wir mit etwas Schaum dann entsprechend abgelöscht und sind somit mit zwei Fahrzeugen hier gewesen und haben das erledigt. Beim Eintreffen vor Ort stand der Bus auf der Seite, alle Passagiere waren schon entfernt. Dementsprechend haben wir nur noch Löscharbeiten machen müssen, was uns sehr entgegenkam. Der Motorraum war in Vollbrand. Der Fahrer hat schon selbst Löschversuche mit einem normalen Feuerlöscher vorgenommen. Dabei war aber kein Erfolg zu erzielen, das ist dann mit deutlich mehr Wasser und Schaum dann erfolgt. Passagiere, keine, die wurden alle rechtzeitig, konnten aussteigen, ganz normal. Im Fahrgastraum war nur wenig Rauchentwicklung, aber sonst war es soweit alles gut. Wir haben jetzt die Sparrohre wieder geräumt, sodass wieder der normale Linienverkehr weitergehen kann. Der Bus wird abgeschleppt, wir warten jetzt nur auf den Abschleppwagen, sodass dementsprechend das Verkehrshindernis auch beseitigt wird. Eigentlich keine weiteren Schwierigkeiten, alles hat gut geklappt. Meine Mannschaft, muss man loben, alles gut, Zusammenspiel war wunderbar.